Eigentlich ist das hier kein Auto, sondern ein Flugzeug auf Rädern. Bloodhound Supersonic Car nennen die Ingenieure ihr Gefährt. 8 Jahre haben sie daran getüftelt. Jetzt wurde es in London der Öffentlichkeit vorgestellt. Nächstes Jahr soll das Überschallauto, das äußerlich eher einem Jet ähnelt, einen neuen Geschwindigkeitsrekord aufstellen. Bis auf 1600 Stundenkilometer soll es der britische Fahrer Andy Green auf einem ausgetrockneten See in Südafrika beschleunigen. Der derzeitige Weltrekord liegt bei 1228 Kilometern pro Stunde, ebenfalls aufgestellt von Andy Green. Damit wäre das Raketenauto schneller als eine abgefeuerte Pistolenkugel. Es würde 7-mal so viel Energie freisetzen wie alle Formel-1-Autos zusammen. Jedes Steinchen, das es aufwirbelt, wird zum tödlichen Projektil. Ausgestattet ist das superschmale, 13,5 Meter lange Geschoss, unter anderem mit Jet-Triebwerken sowie superstarken Automotoren. Gebaut hat es ein internationales Team von Formel 1 und Flugzeugexperten unter Führung britischer Ingenieure der Royal Air Force. Die Leistung des Vehikels 135.000 PS.